Manybuy.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.manybuy.com. Music Deal, mittendrin statt nur dabei. Manybuy. Hallo und herzlich willkommen bei Music Deal auf Manybuy. Wie jeden Donnerstag um 19 Uhr. Ich hoffe, ihr seid alle parat und aufmerksam. Ihr seht, alle, die vielleicht zum zweiten Mal zuschauen, ich bin alleine. Das hat einen Grund. Ich bin einfach der Geilste. Deswegen mache ich das heute einfach selbst. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal einschalten, Music Deal, hier geht es hauptsächlich um Musik. Passiert auf dem Portal von Manybuy, auf das ich gleich noch mal ein bisschen eingehen werde. Ich zeige euch, was wir eigentlich hier so machen, was hier so passiert. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast in der Sendung, dessen Video wir auch gleich anschauen werden. Was machen wir denn heute sonst noch so? Wir warten noch auf Mola. Dann gucke ich mal, ob der noch eine Abmahnung geschrieben kriegt von mir. Oder? Soll ich ihm eine schreiben? Ja? Zeit ist Geld. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes, so wie sonst auch immer. Ne? Und natürlich muss ich das, wie die Regie mir es ins Ohr schreit, zum Sonderpreis propagieren. Besondere T-Shirts gibt es nämlich heute von unserem besonderen Gast. Der Preis für diese T-Shirts gilt aber nur in dieser Sendung. Das heißt, ihr müsst quasi bestellen, solange noch T-Shirts da sind. Das heißt, solange der Vorrat reicht. Oder in dieser Sendung. Wahrscheinlich sind die heute schon wieder weg, wenn es so geht wie in den letzten Sendungen. Dann sind nämlich unsere Super-Deals bzw. unsere Music-Deals immer relativ schnell ausverkauft. Ein T-Shirt seht ihr quasi jetzt rechts neben mir. Wo, weiß ich aber nicht. Nach links muss ich zeigen. Ach, da! Jetzt sehe ich das auch. Regie, kriegen wir das mal hier kurz auf den Bildschirm? Den Bildschirm hier kurz auf dem Fernseher, geht das? Ja, schön. Ich sehe es hier. Unglaublich. Ich sehe hier das Ghetto-T-Shirt. Wer jetzt ein Fuchs ist, weiß, wer heute bei uns in die Sendung kommt. Ja? Es gab da mal jemanden damals, der hatte einen guten Song. Aus Köln kommt der gute Herr, wohnt er mittlerweile. Wahlkölner ist er. Der Ghetto hieß, der Song hieß Ghetto. Gerne würde ich euch aber nochmal, bevor wir hier irgendwie zum Gast kommen, mal zeigen, was Manybuy so macht, denn die bezahlen die ganze Veranstaltung hier irgendwie. Regie, können wir das uns kurz mal gemeinsam anschauen? Genau, dann schauen wir uns mal die Seite von Manybuy an. Sehr gut. Das ist nämlich der ganze Apparat. Hier findet auch Music Deal statt. Hier unten könnt ihr nämlich euch immer zuschalten, wenn die Sendung läuft. Da drücke ich jetzt nicht auf Play, sonst hört ihr mich doppelt und dreifach. Hier gibt es auch übrigens das Ghetto-Shirt, von dem ich gerade gesprochen habe. Und hier oben könnt ihr Sachen suchen, wenn ihr welche kaufen wollt. Beispielsweise ein Philips 3D Blu-ray 2.1 Heimkino-System. Das ist wohl der Tagesdeal von heute für 3,59. Gucken wir uns das mal an. Gilt irgendwie nur noch heute, glaube ich, oder 4 Stunden, keine Ahnung. Kann man machen, wenn man sowas noch nicht zu Hause hat. Ich gucke ja kein Fernsehen und keine Filme mehr. Brauche ich alles nicht. Ist eine Realitätsverzerrung. Braucht kein Mensch. Also, vielleicht möchte ich aber selbst was verkaufen. Dafür ist Manybuy auch der richtige Platz. Ich habe die Möglichkeit, hier bei Manybuy, da oben steht, Sachen selbst zu verkaufen. Und wenn ich da drauf tippe, habe ich die Möglichkeit, mich anzumelden und einen eigenen Shop bei Manybuy aufzumachen. Heißt im Klartext, ich kann meine Produkte, die ich zu Hause habe, oder vielleicht in meinem Geschäft oder sonst wo, einfach und schnell an den Mann bringen. Und das Allercoolste ist, ihr habt die Möglichkeit, euch live per Webcam zu euren Käufern quasi dazuzuschalten, um denen zu erklären, was ihr da so verkauft und damit die euch Fragen stellen können und einfach noch besser über das Produkt Bescheid wissen. So läuft das hier nämlich bei Manybuy. Damit du das mal verstanden hast. Du, da vor der Glotze. So, ich möchte es aber nicht allzu spannend machen. Wir haben ja noch einen sehr besonderen Gast heute, den ich auch schon ziemlich lange kenne und mich auch sehr darüber freue, den gleich begrüßen zu dürfen. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen gleich damit an und schauen uns mal eines seiner neuen Videos an. Mats ab! Bam! Korrekt. Lang nichts mehr von dem Typen gehört, ne? Der war ja eigentlich richtig undercover, ne? Shukri?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mich noch damals erinnern, da war der mit den Jungs von German Dream unterwegs, die mittlerweile auch alle ihr eigenes Ding machen. Da hat sich schon einige jetzt in der letzten Zeit irgendwie was getan, ne? Würde ich mal so behaupten. Ich guck mal eben. Der kommt auch später noch vorbei, der Ekrem Bora. Der war für viele Dinge verantwortlich. Das war die erste Nummer nochmal von dem. König von Deutschland war das, ne? Irgendwie. Auf dieses R. Kelly-Ding. Der hat auch mega viel Songwriting-Kram gemacht. Ich glaube, Yvonne Katterfeld hat der damals sogar auch mal gemacht. Nummer 1-Hit für die. Ich weiß nicht, wie der hieß. Weiß das jemand? Die Regie meint, das heißt, für dich schiebe ich diese Wolken da. Dieser Cloud-Song. Konnte ich da Sachen hochladen oder was? Der Zinni findet Scheiß da die ganze Zeit. Ja, aber nochmal zurück zu Manny Bai, würde ich sagen. Mal gucken, ob wir auch was von Echo Fresh hier im Shop haben. Gucken wir mal ganz kurz. Ich brauche mich hier nicht nochmal sehen. Den bärtigen Mann. Guck mal, da ist so ja das Ghetto-Shirt für 23,90. Und das gilt aber nur heute, beziehungsweise solange der Vorrat reicht. Wenn man sich die Größen bestellen. Das andere Shirt finde ich ja viel interessanter. Das ist ja das Fettsack-Style-T-Shirt. Mal gucken. Guck mal, mit so einem, sieht aus wie McDonald's, so eine McDonald's-Wundertüte da drauf. Das ist, ich habe das vorhin gesehen, ich finde das richtig geil, muss ich sagen. Ich habe einen Freund, also die haben das nur bis L hier, scheiße. Ich brauche das in Doppel-XL, also XXL. Ich hab einen Freund mit dem Codenamen Schinken. Der könnte das gebrauchen. Ne? Liebe Grüße, mein Schinken. Fettsackstyle auch 23,90. Ja, kann man machen. Finde ich gut. Finde ich ganz passabel, sag ich mal. Natürlich könnt ihr wie auch in jeder Many Buy Sendung bzw. Music Deal Sendung uns auch später natürlich Fragen zukommen lassen per Chat oder euch live per Webcam zuschalten lassen. Dann könnt ihr Echo quasi selbst die Fragen stellen. Er kann euch sehen, ihr könnt ihn sehen. Ihr könnt ihn nicht anfassen, aber schon fast riechen. Wir sind dann kurz davor, daraus hier interaktives Live-Fernsehen, Computer, Vision, Gehirnmanipulations, Unterhaltungswesen zu machen. Ja? Nur für euch. Unabhängig davon, beziehungsweise wenn wir bei Manipulation sind, gucken wir uns mal die Bild-Zeitung des deutschen Raps heute mal an. Das ist ja Rap-Update, ja. Da wird ja alles zusammengesucht, was es nur zu finden gibt im Internet, um euch quasi auf beste Art und Weise darzustellen, was die ganzen Sprechgesangsartisten heute so treiben in der bunten Welt, ja, des Hip-Hops. Gucken wir uns mal an, was da heute so los ist. Ach, guck mal da. Da ist der Star Talk featuring Echo Fresh. Mola haben sie extra ausgelassen, weil er ist ja heute nicht da, irgendwie. Premiere des neuen Banger-Musik-Signings noch heute Abend. Da redet ja auch jeder drüber, ne? Der hat auch bei Echo angefangen, der Typ hier, der Farid. Der war auch bei Echo erst am Start. Mal sehen, wen der heute gesigned hat. Das ist ja, da warten wir ja schon lange drauf. Da war ja erst Curse irgendwie im Gespräch. Das hat sich aber wahrscheinlich auch schon wieder erledigt gehabt. Das war wohl wahrscheinlich nur ein Scherz. Hier haben wir auch nochmal Infos zu unserem Künstler, der gleich kommt. Echo Fresh, Deutscher Traum, 14.11.2014. Jetzt vorbestellen! Ja, Aufforderung, Imperativ, tut dies bitte, danke, ciao. Aber normalerweise gibt es doch immer so richtig tolle News. Warte mal. Hier, Babassat reagiert nach, nee, das brauchen wir nicht. Wo ist denn was mit Tuni? Der ist doch immer Action, da kann man auch nach Rappern sortiert schauen. Oder K1 ist auch okay, kann man mal gucken. K1, Prinzessin gesucht. Was ist das denn für ein Scheiß? Alter Schwede. Was ist das weiterer Trend? Der macht jetzt auch so Müllfernsehen. Oder? Das braucht doch kein Mensch, Leute. Was haben wir denn hier noch? Guck mal. Interessant ist doch Toni. Da müssen wir mal gucken, was da los ist. Das finde ich geil. Das finde ich geil bei Rapper. Das kannst du nach Rappern sortiert irgendwie dir anschauen. Das kannst du, glaube ich, sonst nirgendwo anders. Zieht sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Warum denn das? Was ist denn da los? Accounts werden abgegeben. Braucht man nicht. Ja. So. Ich finde das krass.
Ich finde das echt krass, dass wir heute Echo hier zu Gast haben, dass der gleich in die Sendung kommt. Weil der ist ja eigentlich quasi, wenn man mal überlegt, seit wann der Typ am Start ist. Ich glaube, ich habe das erste Mal 2005 von dem gehört. Ich habe sogar mein erstes Release bei dem auf einer Scheibe bei ihm gehabt. Da bin ich ja noch gar nicht drüber hinweg. Da war Farid Bangs und mein Anfang quasi. Auf, ja, Bang Bang hieß der Apparat. Auf Fick immer noch deine Story. Darf ich das überhaupt sagen, Frank? Darf ich das? Ja, der sagt, ich höre gerade, ich darf alles sagen. Ich erkläre nochmal Manny bei für euch, damit wir hier die Zeit irgendwie nochmal tot kriegen, ne? Würde ich. Ich werde euch das aber mal so erklären, dass das auch der größte Bauer versteht. Also, wenn ich der größte Bauer sage, meine ich euch alle, die gerade zuschauen. Also, wenn ich hier dieses Telefon zum Beispiel habe, das ich auf meinem letzten Streifzug am Wochenende auf einer Party ergattert habe, ja, für einen guten Kurs, und das gern verkaufen wollen würde, würde ich das hier machen. Hier heißt, ich brauche den Bildschirm da auf dem Fernseher, da wo ich mich sehe, mach das mal so, zack, umschalten. Würde ich das bei Manybuy tun. Da habe ich die Möglichkeit, meine Produkte selbst zu verkaufen, als auch Produkte zu kaufen, wenn ich wollen würde. Heißt im Klartext, ich lege mir hier oben einen Shop an, über Selbstverkaufen, log mich einfach ein, gebe meine Daten ein hier, irgendwie Hans Sapai, ich liebe Fußball, hallo. Keine Ahnung, gebe meinen ganzen Kram da ein und kann dann hier quasi Sachen verkaufen. Was unterscheidet das denn jetzt von eBay oder dem anderen Kram? Ich habe hier die Möglichkeit, live mit meinen Kunden zu sprechen. Ich kann meinen Kunden Fragen beantworten. Ich kann meinen Kunden Produktdemonstrationen quasi hier vorführen. Live über die Webcam. Für all diese Produkte, die ihr schon findet, wird das schon quasi gemacht. Ich kann meine eigene Sendung auf Manybuy haben. Das ist ziemlich geil. Und vor allen Dingen ist es cool für den Kunden. Der kann halt immer irgendwie mit dir darüber sprechen. Was da gerade so abgeht, ne? Und für alle Bauern im Live-Chat, ihr benehmt euch jetzt mal so langsam. Solange ihr euch nicht benehmt, kommt Echo auch nicht. Und dann müsst ihr die ganze Zeit mit diesem Bart hier labern. Hier sind neue Spielregeln. Der Schwatte ist nicht da. Ich mache jetzt hier, was ich will. Fertig, aus. Benehmt euch einfach und dann ist alles gut. Dann kommt der Echo auch, aber schreibt nicht so eine Scheiße da rein, Mann. Das will doch keiner lesen, Alter. Ich tapeziere doch nicht auch dein Wohnzimmer mit Kacke voll. Echt, Alter. Schwer behindert. Ist auch egal. So ist das. Was ist denn sonst so passiert in der Welt? Was ist denn eigentlich sonst so los hier? Hip-Hop-News haben wir gemacht. Passiert da nicht sonst noch irgendwas auf Rap-Update? Irgendwas Interessantes? Ich warte ja gespannt auf mehrere Alben. Unter anderem auch auf das von Echo. Das ist mir alles langsam hier zu bunt. Wo ist dieser Typ denn? Ich schreibe dem echt eine Abmahnung, da habe ich halt keinen Bock drauf. Frank, da müssen wir was machen. Das kann ja nicht sein. Das kann doch nicht sein, da müssen wir eine Abmahnung schreiben, Frank. Der ist schon, ich höre gerade aus der Regie, der ist fleißig am Tippen. Der tippt sich schon die Finger wund, der gute Mann. Ja, so ist das. Ja, was kann ich euch denn für einen tollen Zaubertrick vorführen? Das müsste mich mal einer... Hallo, ich kann doch einfach mal ein nettes Selbstgespräch führen, oder? Das wäre doch mal eine geile Idee. Okay. Mach mal. Okay, warte, ich spiel mal jetzt Mola. Hey und herzlich willkommen zu Manybuy. Ja, a Music Deal bei Manybuy. Frank, wie geht's denn so? Komm, Shukri, drück doch mal den Knopf. Boah, Bruder, warum machst du mich immer fertig wegen meinem Bart, Mann? Was hab ich dir denn getan? Immer diese Scheiße, Mann. Wir sind doch beide Afrikaner. Ach, Bruder, Assalamu alaikum, ich hab Rasterhaare, hey! Deswegen komm ich zu spät, ich muss doch duschen, Haare trocknen. Was weiß ich, Alter, was der macht, Mann. Komm. Ihr habt eh keinen Bock auf meine Fresse, oder? Ich geb euch mal das nächste Video, dann beruhigt sich der Laden hier auch wieder, dann fahren wir alle langsam runter. Das Video finde ich übrigens richtig geil. Genauso wie das T-Shirt, was ich richtig geil finde, hat irgendwie miteinander zu tun. Grüezi miteinander. Ah, Bruder. Shukri. Wo warst du? Ah, Bruder, das war so, dass diese... Ich war beim ZDF. Diese Lahmärsche sind nicht so wie bei uns, ne, wo alles zackig geht, wo die Kameraleute wissen, was sie tun. Lahmärsche sind das. Guck mal, erstmal, ich saß da vorhin die ganze Zeit. Jetzt ist der da und auf einmal sind andere schuld. Weißt du, der war duschen zu Hause. Duschen, zu spät. Mit dicke Frau? Bruder, ich komm jetzt raus. Ich muss nur noch duschen.
Ja, diese und kennst Modus du das, wenn du lange Unterarm immer so machst, wie bei dir Bart, weißt du, mit dem Hipster-Bart? Nein, bei dir diese Dings, Bruder, rastermäßig unterwegs, ja? Musst du mit Heißluftgebläse trocknen. Heißluftgebläse, das ist echt ein Problem, ne? Was ein Typ, Alter. Wahnsinn, guck mal, wo der ist, ja? Hier. Aber es ist afrikanische Zeit, weißt du, der Bruder... Hab ich nicht vorhin diese Witze gemacht, von wegen Afrika, Bruder, afrikanische Bruder? Guck mal, der genau so, wie ich gesagt. Mal, du wie weißt, diese Relaxedheit mit den Jamaikern, wie hab ich gesagt? So mit Jamaikan-Style, weißt aber du? Aber ich bin froh, dass jetzt da ist. Ich bin auch froh. Ich hab mich schon so... Das ist einfach dein Platz, das ist nicht mein Platz. Ja, ich weiß, aber ich fände es aber, wir könnten... Ich finde, wir sollten nächste Woche mal tauschen. Sagst du? Einfach so. Auf... Unnormal, weißt du? Das hat sich auch irgendwie allen. Ich habe mich ja einsam gefühlt gerade. Ja? Ich bin vielleicht Kanaka, aber ich habe auch ein, zwei Emotionen. Ja. Hunger und Durst. Hunger manchmal. Und Durst und ja. Was willst du? Das ist auch eine Emotion. Was willst du? Ja, Emotion. Diese. Was willst du, Lan? Guckst du meine Freundin an, Lan? Sag, ich habe deine Freundin angeguckt. Fühlst du sie hässlich? Ja, da bist du ein Problem. Was sagst du denn dann? Boah, du hast richtig Red Bull getrunken, ne? Ich habe heute richtig Red Bull getrunken. Vielleicht, yes. Nee, wir trinken. Wo ist das denn? Hibbidi Hab Dab. Nix? Unser Flying. Heute Trockenheit. Was ist denn? Trockenheit, ja, Bruder. Afrika-Style. Afrika-Style. Geh mal her. Afrika-Style. Hier, guck, nichts drin. Wo ist Bild? Afrika-Style. Wo ist Bild? Bild ist auch nicht da? Kein. Was ist denn, wenn einmal nicht hier ist, direkt so. Kein Kopfhörer, kein Bild, kein gar nichts. Was Bruder, weißt du, was das ist? Du sorgst hier für die Ordnung und wenn du zu spät kommst, dann ist das... So. Also, ich soll sagen, Echo kommt erst, wenn ihr euch im Chat benehmt. Ja? Versucht mal, seriös zu schreiben. Das ist auch wichtig, weil ihr Bauern, versucht mal, ihr Chobans, für alle Türken, die mich nicht verstehen, ihr Chobans. Wir brauchen interessante, intelligente Fragen, weil wir wissen, unser Publikum ist nämlich hochgradig intelligent. Muss es ja sein, ne? Ja, sonst könntest du dich ja gar nicht so weit einloggen und den ganzen Kram machen. Du kannst es hier nicht gucken, wenn du nicht ein Mindestmaß, also ich würde sagen 110%, 110, IQ hast du 110. Naja, was ist dann? Dann kannst du mir in die Beine nicht gucken. 130 muss schon? Bei 130 bist du fast in Richtung von Frank. Ja, wo ist denn Frank so? Frank ist an Genie-Grenze. Auf seinem Auto steht 65. Das hat aber nur was zu tun mit den Millionen, die er vom Konto hat. Ich dachte wegen S, 65 AMG. Ah, das kann natürlich auch sein, das kann auch nicht sein. Das hat heute nicht Bentley? Bentley, nee, Impala. Ich roll immer mit Spiruli, ja? Na. So, also, ich habe schon gehört, unsere Worte haben gefruchtet und... ihr benehmt euch schon ganz gut im Chat, das finden wir super. Jetzt, wenn ihr euch auch ein bisschen mehr benehmen würdet, ja, dann erzähle ich euch nämlich auch, was meine erste Begegnung mit Echo Fresh war. Du guckst mich die ganze Zeit dabei an. Ich weiß nicht, weil ich sehe dich und... Deine erste Begegnung? Ich habe mir noch eine bessere, aber erzähl. Noch eine bessere? Meine war besser. Und war besser. Deswegen war Echo Fresh viele, viele Jahre und ist immer noch mein Lieblingsrapper. Ne? Erzähl. Ja, das erzähle ich auch gleich erst. Vielleicht kann er sich noch daran erinnern, wann das gewesen ist und was er zu mir gesagt Interaktiv. Hat. Es war eine Interaktivsendung, aber da war Echo noch gar nicht, er war mit Savasch nur so, hat er noch nichts gemacht, ne? Ja. Und, oder er war gerade solo, ich weiß, ganz am Anfang seiner Karriere. Bei mir war damals so, ich bin ja mit Farid aufgewachsen, Farid Bang, und der ist ja zuerst irgendwie in das Camp von Echo gekommen, bevor das jetzt alles so durch die Ecke ging. Echo hat ja den allen die Namen gegeben. Genau, Farid Urlaub hieß der erst. Farid Urlaub, und, Summer Jam. Noch bevor wir das Album gemacht haben, das Asphalt-Massaker 1, habe ich vorhin schon erzählt, ich erzähle es einfach nochmal, weil ich war nicht da. Ich habe ja sonst nichts zu erzählen, erzähle ich dir das. Ja. Auf dem Mixtape Fick immer noch deine Story damals, durfte ich einen Song machen. Fick immer noch deine Story. Farid auch sein, ich glaube, hat er sein Debüt da gehabt? Weiß ich nicht. Und wir könnten so haben wir uns quasi zum ersten Mal getroffen, eigentlich zum Abholen der CD. Zum Abholen der CD hast du dann Echo zum ersten Mal getroffen? Genau. Wo Farid, dass er sein Debüt gehabt hat. Ja. Ob es genauso gewesen ist, können wir nachprüfen. Können wir das? Sollen wir ihn fragen? Bitte, Herr Dr. Okay. Adibisi. Herr Dr. Adibisi, Musikprofessor, hier mit einem Riesenapplaus, Echo Fresh! Jawohl! The Drill, hey. Was ist das, Leute? Alles gut? Alles gut. Echo, kannst du dich noch erinnern, wo wir es erst mal gesehen haben? Wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Soll ich dir sagen? Ja, bitte. Es war bei Interaktiv 2002 bei der Präsentation von Optik Anthem zusammen mit Kool Savasch. Da warst du Moderator. Und an dem Tag, um das mal auszuführen, hat die Gülcan ihren ersten Tag gehabt. Cool. Die hat das irgendwie gewonnen, da zu moderieren in so einem Contest so. Und dann ist sie mir auch direkt aufgefallen. So, ja. Ach so, fand ich sie direkt heiß. Und deswegen kann ich mich daran erinnern. Und den Shukri kenne ich auch schon ganz schön lange.
Ja, ne? Das stimmt, die Geschichte mit dem Asphaltmasse. Warum guckst du mich schon wieder ich an? Ich frag nur. Frag das, ihn doch. Stimmt die Geschichte? Ja, stimmt. Schuppi Gustmann, Alter. Weil ich boah, von der weiß ne, den ganzen Namen. Der weiß den ganzen Namen. Und den Rothschild-Namen. Ja, Rothschild. Man weiß, bei Gustmann denkt man immer so, man weiß ja nie, ne? Ne, ich musste ja dann, ich war ja damals der Einzige, der so halbwegs aus der Industrie kam, als wir die jungen wilden Mixtapes damals gemacht haben, wo ich auch keinen Plan hatte, aber dann haben wir diese ganzen Credits gemacht und diese Sachen ausgefüllt, was in der CD steht. Mhm. Und deswegen kann ich mich daran erinnern, dass der Shukri dabei war und dass der Gustmann heißt. Hey, pass auf, ich habe euch was mitgebracht. Cool. Fettsack-Style. Einmal hier Fettsack-Style. Geil, das ist ein T-Shirt. Das nice. Ist hier Schinken, das ist unser, für dich. Unser Teil mit Sammy Deluxe, habe ich ein Video gemacht, Fettsack-Style. Ja. Haben wir gerade gesehen? Sehr genau. Gut. Genau. Okay, wer will das haben? Das kriegt der Mola, okay, no offense. Schön. Super. No offense. Warum no ist offense. Das weiß, Bruder, das Shirt? Nee, ich meine wegen Fettsack-Style. Nein. Das ist, weißt du, aber er wollte nur darauf hinweisen, dass er abgenommen hat. Guck mal. Ah, ne? Ja, richtig. Hast du viele Kilo hast abgenommen? Ich weiß nicht, so 20 Kilo? Bruder, du siehst aus wie Hälfte. Ja, aber... Jetzt mal ganz im Ernst, der stand vor mir, ich hab ihn gar nicht erkannt. Ist besser bei den Weibers, so klappt besser. So. Ja, weißt du, das ist das perfekte T-Shirt, wenn du sonntags einfach nur auf der Couch liegen willst und... Ich spiele Fettsack. Kann man auch bei Manny-Ball bestellen, ne? Ja, kann man auch bei Manny-Ball bestellen. Heute ist 2 Euro günstiger. 23 irgendwie, 23,99. Echt? Padayok-Angebot heute? Padayok, beste. Padayok-Angebot heute. So, für den Schuhkrieg habe ich auch eins. Boah, und Ghetto, zwar hier Ghetto. Wir machen ja dieses Jahr den zweiten Teil vom Ghetto. Ghetto war ein großer Hit von mir 2006, glaube ich. Und das haben wir dieses Jahr irgendwie das Revival. Ja, direkt, Bruder. Deswegen. Gleich direkt anziehen, ja? Läuft bei dir, Wallah, läuft bei dir. Gibt's auch heute in der. Solange der Vorrat reicht, ne? Heute hier kaufen. Echo, 11. Album. Ist es? Ich glaube, 8. Soloalbum und dann noch zig irgendwelche Projekte. Ah, Bruder. Aber das ist Wahnsinn, oder? Ja, sind wir auch schon lange dabei, Digga. Wir sind echt lange dabei, ne? Ich bin echt lange dabei. Ich weiß noch, Echo, da sagte irgendwann zu mir so, ey Mola, und zwar hattest du da, ich habe irgendwann einen Film synchronisiert und den hast du dir reingeknallt. Wie hieß der denn nochmal? Ali G. Ali G, genau. Ja. Das war meine Stimme, die Stimme von Ali G. Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, du hast ja eine Karriere hingelegt. Hättest du das selber gedacht? Nee, also als ich damals in Mönchengladbach war und Schüler war, hätte ich das natürlich nie gedacht. Ja. Zwischendurch ist es mir einmal aus den Händen geglitten oder wie das heißt. Ja. Dann hätte ich auch nicht nochmal gedacht, dass es so ist, wie es heute ist, dass es nochmal so kommt. Natürlich habe ich immer dran geglaubt, dass es wieder kommt. Und ja, ich bin einfach glücklich. Ich lebe mein Leben, Digga. Mir macht Spaß. Ich hoffe, euch auch. Ja, auf jeden Fall. Aber was ist das Geheimnis? Wie macht man das? Nie aufhören, einfach weitermachen. Ist es das? Ja. Egal. Weißt du, was ich besonders krass finde? Irgendwie, du hast ja jetzt, wie lange machst du jetzt Musik? Wie viele Jahre sind das am Stück? 13 Jahre, 14 Jahre. 13 Jahre. Du hast damals in Gladbach angefangen mit den ganzen Jungs. Ihr wart der German Dream. Mhm. Alle jetzt erfolgreichen Leute, auch damals erfolgreichen Leute, sind immer durch, ich sag mal, Schule weiß ich nicht, aber die sind auf jeden Fall durch dein Haus einmal durchgegangen. Ja, durch deine Schule. Richtig. Guck mal, so ein Summer Jam, ein Ramzi Aliani, ich mach das wahrscheinlich so viel, ein Farid, sogar ein Kay, alle waren bei dir irgendwie mal. Na, ich sehe das so, weil ich wahrscheinlich ein gewisses Monopol hatte in Nordrhein-Westfalen. Einzige war von hier so, der in dieser Art Erfolg hatte. Und so sind die Leute, die halt hier waren, waren ja ganz schön viele und auch viele Talentierte, war das halt irgendwie die erste Adresse so, ja. Und dann kam das so zustande. Und ich glaube auch, dass ich ein ganz gutes Händchen dafür hatte. Irgendwann habe ich dann aufgehört und habe mich wieder ein bisschen auf meine Sache konzentriert, was mir auch sehr gut getan hat, muss ich sagen. Und ja, aber ich bin froh, dass es den Jungs allen gut geht. Und ich sag mal so, überall sonst sind diese Hip-Hop-Labels immer so getrennt, aber nicht im Guten so, ja? Ja, voll. Bei uns ist es wirklich ein Beispiel, eines der Beispiele, dass wir uns alle noch verstehen. Das ist mir auch positiv aufgefallen. Du bist eigentlich auf allen Alben auch immer irgendwie vertreten so. Und wenn es nur mal ein Shoutout ist für in der DVD oder keine Ahnung was, ihr seid immer noch in partnerschaftlichem Kontakt, ne? Richtig. Ich krieg gerade eine Nachricht aus der Regie. Fettsack Style White T-Shirt ist gerade der Favorit. Und wie viel sind noch da? Oh. 60% sind schon weg. Hä? Wie viel haben wir denn gehabt? So schnell? Der lügt mich doch an, der Frank. Das ist Echo. Klar, logisch geht das weg. Fettsack-Style. Ja, katastrophal. Wie ist jetzt der Druck? Guck mal, jetzt so, ich meine, man kann ja nicht sagen, extrem erfolgreich. Das nächste Album muss ja immer erfolgreich sein. Ist das schon schwierig? Du sitzt im Studio, schreibst, arbeitest an den Beats. Da musst du ja einen Hit machen. Wie ist dieser Druck? Wie geht man damit um? Na, es ist wie folgt. Also ich mache ja Musik sowieso. Also ob das jetzt veröffentlicht werden würde oder nicht, würde ich es sowieso machen, weil es mir natürlich Spaß macht.
Allerdings geht das ja irgendwann über in dieses Geschäftliche. Ne? Ja. Da musst du es halt abliefern, so wie du jetzt sagst. Und ich mache dann immer so meine 30 Tracks oder was und dann suchen wir aus. Die letzten Jahre haben wir immer Doppel-CDs gemacht, also da war dann sehr viel Material dann tatsächlich dann auch drauf. Dieses Mal haben wir uns wirklich nur die Besten rausgepickt, haben dieses Jahr wirklich sehr gute Features, sehr große Namen dabei. Und ich mache einfach, Alter. Und ich sag so, von diesen 30 Liedern sind dann wirklich 10 von denen, wo man sagt, okay, das ist richtig mit Schmack, ist so, das ist das, was wir wollen. Ich würde mir sehr gerne mehr Zeit lassen, allerdings geht es nicht. So, weißt du? Wir sind halt so die ganze Zeit irgendwie unter Hustle so. Und ich bin, es gibt manche Künstler, die verkaufen zum Beispiel 100.000, weißt du, die machen aber auch nur ein Album so alle 2-3 Jahre, mhm, so, weißt du. Ich verkaufe so meine 50.000, 60.000, mache aber wirklich jedes Jahr dann so, weißt du. Also irgendwie kommt es dann auch selber hinaus. Ich würde mir aber auch den anderen Weg ein bisschen mehr wünschen jetzt, gerade wenn man so ein bisschen älter wird und schon so viel gemacht hat. Ich würde mir gerne mehr Zeit lassen. Also das ist so, wenn du sagst, okay, was ist, kommt denn dann noch? Das ist das Nächste, was ich mir wünschen würde, so mehr Zeit zu haben. Bisschen noch mehr alles auszufeilen und so weiter. Das würde ich mir wünschen. Also das ist ja schon krass so. Also wenn du sagst, du machst irgendwie, du hast sonst Doppel-CDs gemacht und jetzt suchst du dir aus 30 Songs irgendwie die 10, 15 besten raus, das ist schon heavy. Gerade in so Zeiten des Internets, wo, mhm, das sowieso alles Schlag auf Schlag gehen muss und so. Wie stehst du denn dazu? Wie siehst du eine Problematik da drin, dass es alles online gibt, dass man eigentlich alles illegal runterladen kann? Oder meinst du, das also ist eher förderlich? Internet, muss ich sagen, das hat mir bei meiner zweiten Karriere Schub irgendwie den Arsch gerettet, weil irgendwann war ich dann zu alt für diese Bravo-Geschichten und so weiter da, von damals und dann haben die Musiksender zugemacht, weißt du ja selber, ja, oder nicht zugemacht, aber es war nicht mehr dasselbe so und dann irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, ey, Internet geht auch so, ja, und da haben wir zum Beispiel diese ganzen German Dream Sachen, die ersten Release und da habe ich mir das so quasi neu aufgebaut, so, ja? Also eigentlich kann ich über das Internet nichts Schlechtes sagen, wobei ich sage, da kommt wieder das ins Spiel, was ich eben angesprochen habe. Wir, sag ich mal, Ausländer-Rapper, sie sind sehr bekannt, können draußen kaum rumlaufen, ohne erkannt zu werden, aber die Proportion von denen, die das dann kaufen und die dich kennen, ist sehr klein im Gegensatz zu denen, die so, ich sag mal, Studenten-Rap machen oder diesen bisschen Backpacker-mäßigeren Rap machen. Ja. Ja. Die haben zum Beispiel vielleicht 50.000, 60.000 auf Facebook, aber die drauf sind, die kaufen das dann auch so. Ja. Genau. Und bei uns ist es halt immer ein sehr, weiß ich nicht, so eine Mischung aus ein bisschen undankbarer Job so, aber andererseits auch irgendwie cool, weil egal in welche Stadt du kommst, die Leute empfangen dich so aber voll herzlich und so, ist alles umsonst. Alles umsonst. Was gibt deine Platte, aber alles gibt umsonst als Kanaker, so ist das. Wie ist das denn? Du sagst, du suchst von den 30 Tracks, die du dann produzierst, 15 aus. Suchst du die aus? Oder seid ihr im Team? Sagen die Jungs, pass auf, Echo, das ist die Single. Oder gibt es auch Songs, die aufs Album kommen, wo du sagst, eigentlich fand ich den gar nicht so gut. Mhm. Und der landet trotzdem, weil alle anderen den gut finden? Also es ist so, ich habe dieses Jahr das erste Mal einen neuen Partner dabei, das ist der Speiche mit seinem von Label. Von Argo, der Typ von früher? Genau, der alte Chef von Argo sozusagen. Mit denen haben wir einen neuen Deal gemacht. Und ansonsten ist noch mein Management mit an Bord. Und wir reden alles so durch, so irgendwie taktisch so. Aber das letzte Wort habe zwar ich, aber ich bin natürlich auch offen so für Vorschläge oder für gewisse Einwürfe, so die haben. Welcher Song war der, wo du wo die anderen mehr für gewesen sind auf dem aktuellen Album? Sag mal, ganz ehrlich, wo du gesagt hast, der so gerade reingeschafft hat. Ich kann einen Umgekehrten sagen, und zwar, es gab einen, der heißt Wenn du wüsstest, der ist nur auf der Premium gelandet. Wenn ich das nur selber entschieden hätte, dann wäre der auf der Originalen gelandet. Aber den hat einfach keiner außer mir gepeilt irgendwie. Okay. hast du ihn hart gefeiert, aber keiner hat ihn hart gefeiert. Aber es gibt einen, den hat, glaube ich, jeder gepeilt. Den habe ich hier schon in meinem Videomagazin geladen. Hast du schon reingeladen in diese Geschichte? Hast du reingeladen in diese Geschichte? Den möchten wir uns gerne mal anschauen, und zwar Quotentürke. Geiler Track. Korrekt. Das sah aus wie ein lustiger Videodreh. Jo, das war ganz witzig. Das war echt. Wie läuft das eigentlich mit den Featurings? Fragt ihr über die Managements, dann kennt man sich. Wie funktioniert das? Eigentlich kennt man sich. Wenn man sich nicht kennt, mag ich das eigentlich nicht so gerne. Aber es gibt auch manchmal so Indizien so. Zum Beispiel, du hörst, der und der hat über dich da und da ganz gut gesprochen. Mhm. Dann kannst du überlegen, hey, wird passen? Ja, wird passen. Dann kannst du auch mal über Management ansprechen. Mhm. Aber eigentlich kennt man sich so. Du hast jetzt einen Track gemacht mit Sammy Deluxe. Mhm. Wie kam das? Den kenne ich ja schon über Jahre. Da ist das Feature bislang nicht zustande gekommen. Und deswegen war ich umso stolzer, dass es jetzt endlich soweit war. Ich war ja selber Sammy Deluxe Fan. Ja. Da 2000,
Nee, 99. Also, 99, so, ne, mit Absolute Beginner, ne? Genau, da war das erstmal die Füchse-Geschichte, da war das erste Mal zu hören. Da war ich ein Mega-Fan. Also, ja, der hat schon im Deutschrap, hat er da zu dem Zeitpunkt nochmal neue Meilensteine gesetzt, weil der vom Flow her ein bisschen amerikanischer war, ne? Eine. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Welche Features hast du jetzt auf deinem neuen Album? Ja, Sammy Deluxe. Dann haben wir Sido auf dem neuen Ghetto, auf der neuen Krass. Auf der Neuauflage von Ghetto. Das ist ein richtiger Hit. Okay. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Also ich sag selten sowas über die Lieder, aber der Track, da bin ich mir sicher, das wird knallen. Geil. Dann einen habe ich mit Farid und Jam, GD for Life, so einfach so Revival-mäßig. Cool. Ja. Oldschool-mäßig. Aber du hast auch ein krankes Feature gemacht, bitte. Der hat hauptsächlich habe ich gehört, hat Fat Crispy viel produziert. Yeah, ja, Fat Crispy und Easy B. Easy nicht B? Zu vergessen. Okay. Das sind meine beiden Stammproduzenten. Wie lange arbeitest du jetzt schon mit denen zusammen? 4 Jahre. Boah, Easy B kenne ich schon ewig irgendwie. Easy. Den kennst du auch, ne? Ja, der hat mich sogar produziert. Echt? Ja, klar. Easy. Was denn? Come on everybody, oder was? Nee, danach haben wir Sachen produziert. Mach mal einen Songnamen bitte. Den haben wir aber nie. Haben wir den mal released, oder? Nee, haben wir gar nicht released. Doch, der wurde sogar veröffentlicht. Nee, der wurde nicht gesigned. Schämen, der wurde gesigned, aber nie veröffentlicht. Krass. Ja, ich hatte keinen Bock. Warum? Ja, weil Moderator oder musst. Mhm. Du wirst dann, wenn du Moderator bist, musst du entscheiden. Ja. Ne? Aber ein geiler Track, ne? Mit Saturday, habe ich doch erzählt. Ach ja, genau. Stimmt, Saturday. I'm digging your stilo. Nee, genau. Boah. Mit der schon Track gemacht, ne? Aber ja, eine geile Nummer auf jeden Easy Fall. Easy ist der Killer, Alter. Easy ist Killer. Schlimmste Typ im Studio, ne? Da muss ich da. Aber Musik ist immer geil. Ich liebe ihn, also wirklich. Geil. Aber wirklich ein Pedant, was Musik anbelangt. Aber das ist schön. Ein absoluter Spezialist und Experte. Auf jeden Fall. Und auch ein Oldschool-Experte. Ja, vor allen Dingen. Der im macht, Blut. Die genau, der hat im Blut. Und das hört sich an halt wie aus dieser Zeit. Das hört sich nicht so an, als hätte der das so gemacht, um so zu sein, sondern das hört sich original an. Nee, das ist original, das stimmt. Der hat richtig Sounds, ne? Aber ich will doch auf das etwas merkwürdige Feature hinaus, was du gemacht hast. Wer ist auf dem Album drauf, wer so ein bisschen nicht darauf passt? Also hier steht das auf meiner Karte. Ich weiß nicht, ob das stimmt das? Ach so, ja klar. War für mich jetzt gar nicht mehr merkwürdig gewesen. Brings. Das ist nicht merkwürdig? Ja, für mich war das jetzt nicht mehr merkwürdig, weil ich schon jetzt ein paar Mal mit denen aufgetreten bin. Aber du hast recht, für jemanden, der das noch nicht weiß, ist es schon ein bisschen komisch. Das ist eine Band aus Köln. Das sind hier richtige Legenden in Köln. Ja. Also die sind hier auf Plakaten drauf, auf Bussen drauf. Was also machen die denn? Kölsch-Rock. Kölsch-Pop-Rock. So. Karnevalmusik oder was? Nee, die treten auf dem Karneval zwar auf, aber eigentlich machen sie Rock. Rockmusik, nur mit kölschem Gesang. Aber Superstars hier. Also wenn Brings auftritt, ist vorbei. Ich war immer mit denen bei so einem Festival, da waren die Straßen abgesperrt zum Beispiel. Und dann sind wir da hingefahren und da waren so Bullen, haben uns angehalten, weil wir da halt an der Schranke vorbei wollten. Und der Bulle so, Peter Brings, komm so durch. Krass. Der wird nicht kontrolliert, nein. Krass. Der hat den Pass für die Stadt, so, weißt du? Wie heißt das? Den Schlüssel zur Stadt hat der. Ja, der Brings auch mit auf Tour, wenn du auf Tour gehst? Nee, die haben ja ihre eigenen Touren. Die machen jetzt... An Weihnachten haben die Weihnachtsshows immer in der Köln Arena. Ja. Zweimal hintereinander, die Köln Arena ausverkauft irgendwie. Und da treten wir mit dem Song auf. Also da darf ich auch mit auftreten. Da bin ich auch super froh drüber. Und der Song ist ein krasser Song, Digga. Der ist so über das Attentat in der Kolbstraße. Oh, ja. Das ist so auf Hardcore so. Und da haben wir auch ein Video zu gemacht. Das ist so für mich das Ding, was so ein bisschen dieses Arte-mäßige ist und womit ich wahrscheinlich in die Talkshows gehen werde und so weiter. Das ist dieses Jahr so das Ding für mich. Du bist ein tieferes Thema. Okay. Wir haben jemanden, einen Fan von dir, der sich per Webcam eingeschaltet hat. Und danach wollen wir noch über die Tür sprechen. Hallo? Hallo. Hallo? Assalamu alaikum. Hallo. Kamu? 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 Der hört nichts, ne? Kamu, geh noch ein bisschen am Löris ziehen und spielen? Ja. Kamu hat nicht rein. Lass uns über die Tour sprechen. Lass uns über das Paket sprechen. Das ja, Paket. Genau, also das Paket. Es ist wie folgt, ja. Wir haben dieses Jahr schon. Wir machen noch 2 Monate Promo. Ich habe das Album ein bisschen verschoben, weil ich wegen dieser Filmsache ein bisschen zu spät reingerückt bin. Muss man gleich auch nochmal erzählen. Auch erzählen, ne? Wir sind da so, wir haben uns ein bisschen überschätzt. So. Wir dachten, ich komme wieder und dann können wir direkt Promo machen. Aber ich bin erstmal wieder gekommen, musste erstmal dann die Videos drehen und weißt du, was ich meine? Und deswegen haben wir es irgendwie um einen Monat verschoben. Naja, und da verkaufen wir diese Fanbox. Ne? Was ist da drin? Wie jedes Jahr.
Da ist jetzt dieses tolle I am the German Dream T-Shirt, Revival. Das habe ich schon 2003 rausgebracht gehabt. Das ist jetzt wieder Revival-mäßig. Dann haben wir hier diese Mütze, die Fischermütze, die ist sehr modisch schick. Die sind ja jetzt wieder ein bisschen in Mode, ja. Kommen wieder. CD ist dabei? Die CD, die normale CD ist dabei, noch so eine Instrumental-CD. Dann haben wir eine DVD, so eine Live-DVD. Mhm. Dann haben wir die 1000 Bars und 700 Bars nochmal auf CD. Also, ach du Scheiße. Es ist alles. Alles in einem Package? Alles in einem Package, genau. Könnt ihr bei Amazon bestellen. Und wann erscheint das Album? Am 14.11.2014. Korrekt. 14.11. Ja, das ist so das Ding. So, das läuft eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt schon eigentlich so wie letztes Jahr so, aber wir wollen noch mehr und wollen uns ja stetig steigern. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir die 1 packen, das wird man sehen, obwohl es halt in dem gegen Weihnachten immer schwieriger wird, ja, klar. Weil er halt viele Leute rausbringt. Mhm. Aber das ist dieses Jahr nicht mein Ziel, weil ich das ja auch schon letztes Jahr hatte. Dieses Mal ist einfach mein Ziel, mehr zu verkaufen und über eine lange Zeit irgendwie mehr zu verkaufen. Weil die Hip-Hop-Alben gehen ja meistens eine Woche rein und dann in der zweiten Woche sind sie schon auf 40 oder 50. Mhm. Das wollen wir nicht, wir wollen uns lange halten. Ich will so ein bisschen dieses Ding mehr zum Künstler machen und nicht nur so Gangster-Rap-Leute ansprechen. Wann geht die Tour zum Album dann los? Die geht los. Das könnt ihr auf meiner Facebook-Seite abchecken. Das sind 30 Städte, ich kann die nicht alle auswendig. Okay. Aber da kann jeder sich informieren. Und wir haben den guten Massiv mit auf Tour. Anfang Oktober, ne? Ja, ungefähr. Anfang Oktober. Ist jemand mit dir unterwegs? Oder genau, was? Der Massiv ist natürlich ein Superstar und ein Ghetto-Superstar. Ja. Und sehr, der ist auch ganz, ganz selten live zu sehen gewesen. Und der ist jetzt mal, können sich die Leute mal ein Bild von ihm machen. Er ist ja auch eine krasse Erscheinung. Der war hier, war da vor zwei, drei Wochen? Wollte ich gerade sagen, war auch hier, live bei uns. Achso, okay. Mhm. Haben wir noch Bobby B-Tide, der auch B-Tide aus Berlin. B-Tide aus Berlin. Ah, krass. Der auch den Leuten bekannt sein dürfte. Mhm. Und ansonsten meine Jungs halt, Ado Kojo, mein Sänger und Serge, mein Backup. Mhm. Und wir rocken dann in ganz Deutschland durch. Wir hatten ja schon Anfang des Jahres eine Tour, da waren wir in den Großstädten und dieses Mal sind wir ein bisschen weiter raus in die Vorstädte und so weiter. Nehmen alles so auch mal da und da. Auf welche Städte freust du dich am meisten? Hast du da schon so Favoriten, wo du sagst, ey, da warten immer meine Leute auf mich so? Ich würde sagen, generell auf diese kleinen Städte so. Ja. Weil da wird viel sein, dass wir uns das Publikum dort auch erspielen wollen, so, weißt du? Außerdem bin ich das erste Mal seit ganz, ganz langer Zeit im Osten. Wir haben irgendwie 3 Dates im Osten. Das haben wir die letzten Jahre nie gemacht. Und ich möchte mir das einfach aufbauen. So. Ich möchte dieses Band-Ding mehr aufbauen. Und wir sind auch diesmal mit Drummer und Keyboarder unterwegs. Ach, geil. Ich will einfach so, eine deutsche Band sein. So, Hammer. Ja. Wie ist das? Gibt's denn, ich meine, grundsätzlich hast du ja den Druck nicht so sehr, wenn du von Platte spielst. Ja? Mhm. Ist das nicht schwierig, weil die Leute erwarten ja das eigentlich, was auf Platte ist, dass sie das auch live hören? Das einzig Schwierige für mich ist dabei, dass jedes Jahr kommt eine Platte raus, jedes Jahr Tour, man muss sich das jedes Mal neu merken und man hat so wenig Zeit. Auch da ist so eine Sache, da hätte ich am liebsten viel mehr Zeit, so das auswendig zu lernen und so weiter. Aber meistens klappt es dann trotzdem und ja, wir haben alles nur keine Zeit, Max. Ja, das ist das richtige Stichwort. Vielleicht kriege ich ein Geheimnis, ne? Was denn? Sag mal, wie oft Texthänger und du drehst mal was um bei einem Konzert, auf einem ganzen Konzert? Kommt manchmal vor, vor allem die ersten 2-3 Gigs, danach ist es irgendwie drin, ja, dann ist es so ein automatischer Ablauf. So. Aber kommt schon vor, kommt auch später manchmal vor. Ja. Dann, weil du konzentrierst dich dann in dem Moment auf irgendeine Kleinigkeit, auf den Rucksack von dem einen. So, oder warte, ob die hübsche Blondine in der ersten zum Beispiel, Reihe? Ja, so. Ja. Wo Blondine. Du denkst, okay, ah nee, Quatsch, ne? Zum Beispiel, und dann kannst du das nicht merken. Aber man kann das immer so überspielen, wenn du schon lange dabei bist, kannst du das mit deinem Swag so überspielen. Dem Swag, genau. Was ist eigentlich, du sagst Dings, Blondine vorne, erste Reihe, was ist mit Chicks? Was geht? Ist das so für Sex, Drugs und Rock'n'Roll? Ist das Hip-Hop, Drugs und Rock'n'Roll? Ja. Ich bin ein bisschen wieder solo unterwegs, so. Ich war lange liiert. So. Wir sagen immer am Räudigen. Im räudigen Modus so. Und versuch mal zu gucken, was da so geht. So, vielleicht ein paar Chicks, ein paar Promi-Chicks wären auch mal geil. Ich glaube, der Mola hat da schon einiges gemacht. Aber der ist so undercover unterwegs, Alter. Guck mal, diese Unschuldslämmer. Bruder, guck mich an mit Bart. Wo hab ich dich getroffen, wo du auf geheimer Mission warst? Wo hast du mich getroffen? Wo hab ich getroffen? Bento Box. Und Kellnerin. Guck mal. Sitze ich, Bento Box sitzt so auf geheim in Ecke. Sagt so, ja, ich, was machst du hier? Ja, ich wollte noch. Bruder. Bruder.
Du warst doch auch da. Du warst doch auch nicht alleine. Aber ich war mit Geschäftspartner essen. Und du? Geschäftspartnerin, ne? Geschäftspartnerin warst du. Ja, ja, guck mal, ja, wie der macht. Ja, man kann sich ja mal so eine Zeit nehmen und ein bisschen das Leben so genießen. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Bisschen ein paar Aktivitäten, Rhythmusgymnastik, Karate und so weiter. Ich habe euch nicht zugehört. Ich weiß. Aber wir haben nur über Chicks geredet. Und man, so. Ich Fantasie auch gerade. Gibt es denn so eine Favoritin, also jetzt von den prominenten Mädels da draußen? Oh, das ist eine gute Frage. Muss ich mir mal überlegen. Aber es gibt immer mal wieder welche. Typfrage. Was ist so eher die Blondine, eher die Brünette? Kommt eigentlich auf die Ausstrahlung an. Außerdem auch die Vielfalt, ne? Die Vielfalt. Weil du willst ja auch mal sowas probieren. Du kannst mal ja nicht Schokolade, mal weiße Schokolade. Manchmal auch Nuss-Nougat-Creme. Ich habe Informationen aus der Regie. Ich werde genötigt, dazu aufzustehen. Und soll euch nochmal mitteilen. Machst du wieder Verkäufer heute? Bruder, diese beste T-Shirt, Fettsack-Style, 80% schon weg. Ja, mal, wie noch langsam 20%. Das hochfährt. Läuft bei euch, ja. Dieses T-Shirt ist aber auch noch verfügbar. Dann könnt ihr so aussehen wie ich. Seht ihr das? Mit diesem, nur mit diesem T-Shirt. Oder läuft bei aber dir, ich finde das Ghetto. Ich weiß nicht, was das ist. Gibt's heute billiger? Was für Ghetto? Bruder, dieses Fettsack-Style ist eigentlich schon mein Freund Omar. Du kannst das für 23,99 heute kaufen, solange der Vorrat reicht. Am besten bestellst du zwei und nähst die aneinander in XXL. Genau. Alles klar. So, bei Echo im Shop ist es auf alle Fälle teurer. Echo, wir müssen natürlich auch über die aktuelle Situation im Hip-Hop sprechen. Diese ganze Disserei, was sagst du dazu? Ich meine, du bist von der Oldschool, du bist jetzt, eigentlich sind es deine Kinder, die danach kommen. Was machen die da? Hast du dein Königreich nicht unter Kontrolle? Nee, es ist so, ich glaube, ich bin einer, der so ein bisschen da durchgerutscht ist, ohne mit einem anzuecken. Also ich hatte auch meine Beefzeit so 2005, 2006 so. Aber mittlerweile ist das so, ich verstehe mich eigentlich mit jedem, ich habe mit keinem Probleme und bin auch eigentlich in so einer Position so, wenn da mal was ist und ich kenne zwei davon, dann rufen die mich vielleicht an oder sonst was, dass ich da so vermittle, so, ja. Eigentlich ist ja da Einschränkung. Also die Frage ist ja, gibt es jemanden, wo du sagst, mit dem ich mich nicht verstehe und wie äußert sich das? Ist das dann einfach so, dass man sich ignoriert oder redet man untereinander, macht man das dann klar? Wie funktioniert das bei dir? Ich überlege gerade, es gibt, glaube ich, keinen, mit dem ich mich nicht verstehe. Es gibt sicherlich Leute, wo ich denke, da schätze ich die Kunst vielleicht nicht so sehr. Oder ich denke, der hat das vielleicht ein bisschen zu einfach gekriegt. Mhm. Es gibt auch, wer hat denn? Es gibt auch Fälle, wo man so mal ein bisschen mehr kämpfen musste. Und dann musste er erstmal so den Respekt sich erarbeiten. So. Aber okay. Ich halte mich bedeckt so. Ich sage das nicht öffentlich, weil was habe ich damit zu tun? So, ich will mir jetzt auch nicht rausnehmen, nur weil ich lange dabei bin, da über irgendwas zu richten. Ja, aber wir sind ja unter uns. Aber sag doch mal. Genau. Webcam ist das ich gerade. Ich bin gut, Digga. Ich bin mit allen gut. Ich bin mit allen Camps und so weiter. Und, aber es ist unterhaltsam. Ich gucke mir das auch an. So, es ist so wie Popcorn-Kino. So. Vielleicht andersrum gefragt. Von wem die CD hast du denn gekauft für den aktuellen Hip-Hop-Hop-Hop-Hop? Die letzte CD, die ich gekauft habe, war, glaube ich, die von Massiv. Mhm. M10, ne, war das? M10. Und ich sag's nicht nur so, ich finde, das ist seine beste CD. Mhm. Weil der hat ein paar Flow-Variationen probiert, die der davor nicht hatte. Hat ein bisschen ruhiger wieder gerappt, nicht so viel gebrüllt. Das habe ich ihm auch gesagt. Also es gefällt mir sehr gut. Ich höre gerne Gangster-Rap. Am liebsten höre ich Gangster-Rap. Natürlich auch von den Jungs, Farid und Jam und so. Aber in meinem Auto höre ich im Moment von Ratar. Boah. Feierlich. Okay, das finde ich auch ganz stark, ja? Ja, welches Album hörst du denn? 415? Ja, genau. Ich mag einfach seinen Slang, so, weil das der Slang ist, den die Jungs in Nordrhein-Westfalen haben. Das ist eigentlich ganz geil. Kamu, die Zweite. Kamu? Yunaidin. Hallo. Ah, Kamu, du hast eine Frage. Hallo. Nedim. Hey. Nabe. Sag, frag die Frage. Elikia. Also meine Frage ist, wie kauft man ein CD-Video an Echo Fresh schicken kann? Ah, sehr interessante Frage, sehr intelligent. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich auch den Contest machen. Mal sehen, wie wir den gestalten und wahrscheinlich werden wir euch eine E-Mail-Adresse geben, wo man das dann hinschicken muss, weil dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich auf meinen eigenen Channel alles hochladen und nicht die Links von den verschiedenen Leuten teilen. Okay, Frage beantwortet, Kamu? Okay, alles klar. Alles klar, ne? Nächste Woche wieder einschalten, ne? Und auf die Tour von Echo gehen. Ja, danke schön. Alles klar. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, Saul, Alhamdulillah. 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 Hör mal, was ist das für ein Contest? Das mache ich jedes Jahr. Das ist, wie kauft man eine CD? Die machen eigentlich, die Kurzversion ist, die machen ein Musikvideo, selber produziert.
Und da muss irgendwie natürlich drin vorkommen, dass sie meine CD erworben haben. Das ist so das Anmeldeformular sozusagen. Krass. Und dann ist es ein Contest. Und der letzte, der gewonnen hat, war G-Flow. Der hat jetzt, der ist jetzt auf der Bonus-Edition von meinem Album auf dem Posse-Track mit drauf, mit ganz namhaften Leuten. Der hat dieses Feature gewonnen. Der davor war der Serge, mit dem habe ich ein Video gemacht. Also die, die gewinnen, die kommen auch so ein bisschen, ich glaube, das ist auch nachhaltiger, da habe ich letztes Mal drüber nachgedacht. Ein Serge, der ist jetzt mit uns auf Tour, schon die dritte Tour. Das ist sogar nachhaltiger als so bei Castingshows. Also Deutschland ist ein Superstar, würde ich sogar sagen. Verstehst du, was ich meine? Nein, weil es echt ist. Ja. Was hast du davon? Gehst hoch, die nächste Show kommt, bist du weg. Keiner kennt dich mehr. Wer hat letzte Staffel gewonnen, Deutschland ist ein Superstar? Weiß ich nicht. Nicht mal geguckt. Ja. Oder? Und die müssen, ja okay, die müssen ein bisschen ihr Geld festhalten. Vielleicht, wie viel machen die? 100.000 vielleicht? Ja. Wenn es hochkommt wahrscheinlich. Ja, Beate Egli, stimmt das? Keine Ahnung, Bruder, ich gucke so einen Driss nicht mehr. Aber diese Beate Egli ist doch die Schlagermann. Ich glaube, bei der läuft immer noch, die ist noch in Mallorca und so. Ja, dass sie da hat, weil der, auch nur weil Schlager ist, ne? Ja. Beatrice, genau. Aber der Rest vorbei. Ich habe so das Gefühl, dass die Hip-Hopper von heute mehr Geschäftsleute sind. Also sind Labelbosse, haben eigene Linien, ob es nun Klamotten sind, Kopfhörer, alles Mögliche. Da gibt es ja die interessantesten Dinge. Ist man heute, ich meine, das Vorbild in Amerika, Dr. Dre ist jetzt der erfolgreichste und reichste Musiker aller Zeiten, der erste Hip-Hop-Milliardär. Mhm. Geht da der Weg hin? Ja, ich hoffe, ne? Echo, der erste deutsche Hip-Hop-Milliardär. Ich hoffe, bei dir ist ja auch eine Menge am Start gewesen. Du machst gerade irgendwie einen Film oder hast einen Film gemacht? Genau, wir haben einen Film abgedreht mit Kostja Ullmann und Kida Ramadan und mir in der Hauptrolle. Übrigens grüße ich mal Kida Ramadan hier an dieser Stelle und natürlich auch den Kostja Ullmann. Und wir haben einen Film abgedreht, Drei Türken und ein Baby heißt das und es ist ein ganz lustiger Film. Wann und wo ist der zu sehen? Der ist Anfang nächsten Jahres zu sehen, genaueres kann ich noch nicht sagen. Aber es ist eine geile, mainstreamige Komödie und ist auch kein Hood-Film. Ist ein bisschen Hood dabei durch unseren Slang und so, aber es ist eher so eine Komödie, so eine Familienkomödie. Auch für Frauen, da ist auch ein Baby dabei. So. Ich würde es eher so in die Kategorie, hier wie diese Schweighöfer-Filme. Ja, Romantic-Comedy. Rom-Coms, genau. Nur, dass es halt Prise Türkisch noch dabei ist. So, weißt du? Das passt doch nach Deutschland. Ja, und dann schauen wir mal, was geht. Also da finde ich, ich habe da vorher so eine Serie gemacht, die war auch cool. Von meinem eigenen Spiel her finde ich, dass ich beim Film noch besser war, weil die Serie, das war so das Erste, was ich gemacht habe. Und da habe ich es so ein bisschen gelernt und dann... Ich habe ja auch gerade so eine Fanfrage. Die Serie heißt Blockbusters, ist das richtig? Ja. Weil da fragt ein Fan, ob man die Staffel irgendwie später auch mal kaufen kann irgendwann oder so. Da habe ich keinen Einfluss drauf, aber ich gehe davon aus. Ich denke ja, dass es dann irgendwann auf DVD oder so kommt, weiß ich aber nicht. Aber das kommt ja auch im Fernsehen bei ZDF Neo, aber auch in der Mediathek von ZDF Neo. Das heißt, das kann jeder for free sozusagen sehen, der das sehen will. Könntest du dir vorstellen, irgendwann nur noch als Schauspieler Gas zu geben? Ich kann mit Musik nicht aufhören, weil ich das nicht nur so aus Geschäft mache, sondern weil das meine Leidenschaft ist. Aber ich könnte mir vorstellen, mehr Schauspielerei zu machen, auf jeden Fall. So Marky Mark-mäßig. Ja, oder Ice Cube-mäßig oder LL Cool J-mäßig so. Ja. Was guckst du denn für Filme? Was wäre denn so deine Traumrolle, wenn du mal eine schlüpfen könntest? Welchen Film hättest du gerne gespielt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, ich mag Komödien. Mhm. Ich mag die Adam Sandler-Komödien. Ich mag auch, so Chris Tucker oder Eddie Murphy? Eddie Murphy, ja klar. Das ist eigentlich lustig, weil normalerweise sagen die Leute alle so, ja, ich hätte in der Pate gerne mitgespielt und so. Riddick, irgendwie so. Crank, aber du bist eher so ein lustiger Film. Ja, ich sehe mich eher. Schaust du auch eher lustige Filme so im Kino oder so? Ja schon. Klar gucke ich mir auch die Blockbusters an und so weiter, aber ich mag Komödien auf jeden Fall und ich glaube, das ist etwas, was ich auch darstellen kann. Natürlich gibt es auch so ein paar ernste Filme, so ein paar Hood-Filme, die ich feiere, so ob es La Haine ist irgendwie aus Frankreich oder auch hier so Menace oder Boys in the Hood, so. Das sind auch geile Sachen, so Street-Dramen finde ich auch geil. Also, das kann ich mir auch noch vorstellen. Der Kanackenstandard. Was mich noch interessiert, ich meine, du hattest eine sehr bewegte Zeit. Ne? Mhm. Da gab es ja auch Zeiten, die für dich als Künstler sehr schwierig gewesen sind. Ne? Jetzt retrospektiv, wo du ja sehr erfolgreich bist und früher auch immer sehr erfolgreich gewesen bist eigentlich. Ja? Was war für dich das Schwerste? Wie bist du durchgekommen? Also das Schwerste war, dass man so ein bisschen aus dieser Sache nicht rauskommt, weil ich bin ja so, guck mal, ich habe ja keinen...
ich hatte damals nicht die Vorbereitung zu denken, ah, man legt so, sich einen Charakter an, zum Beispiel man kann sich auch eine Maske auflegen oder ein Kostüm und dann ist man so dafür bekannt und kann in seinem Privatleben ein bisschen undercover sein. Das konnte ich nicht, weil ich mir das damals nicht so, ich konnte damals nicht so weit denken. Das heißt, ich war als ich selber bekannt, so, weißt du? Und dann, wenn es auch mal nicht so gut lief, war ich ja trotzdem ich selber. Ich konnte nicht aus meiner Haut heraus, so. Ja. Hab trotzdem die Leute getroffen, die Leute haben mich trotzdem erkannt. Und alle haben gefragt, hey, wann kommt wieder was und so weiter. Aber das war auch ein positiver Druck, weil so kam für mich auch nicht in Frage, was zu machen, was anderes zu machen, weil das war mein Ding so. Und wie gesagt, meine Zauberformel war einfach weitermachen. Und irgendwie hat sich das dann wieder eingepegelt. Ich glaube, aber das ging der ganzen Musikindustrie auch schlecht in der Zeit. Ja. Das würde ich so sagen. So. Es ist ja auch so, dass eigentlich die Musikindustrie in Deutschland immer der amerikanischen hinterherhinkt und wir aber trotz alledem einen eigenen Charakter haben. Aber man muss ja zugeben, dass der Hip-Hop an und für sich ja immer wieder eigentlich dem amerikanischen Vorbild folgt. Ne? Mhm. Ob es nun, du hast eine Serie gesehen, Cool J hat eine Serie gedreht, 50 Cent einen Film gedreht, du hast einen Film gedreht, 50 Cent Kopfhörer, du hast Kopfhörer. Also das ist ja alles immer parallel. Mhm. Guckst du doch ein bisschen hin, sagst, okay, das ist das Nächste, was kommen wird, oder wie kommen diese Trends? Ich gucke ab und zu auf zum Beispiel Worldstar Hip-Hop oder so, was denn da so gerade abgeht, wenn ich natürlich Zeit dafür habe. Dann habe ich noch meinen Mann Easy B. Der immer am Start ist. Der ist immer am Start. Es ist sein Job zu wissen, was auf der Welt Trend ist. Der ist auch immer sehr Einfluss, der hat auch immer sehr viel Einfluss darauf, welche Trends man vielleicht rüber nach Deutschland holt, auch modisch gesehen so. Ja? Er hat mich zum Beispiel auch ausgestattet dieses Jahr und auch ein bisschen den Sound, den wir zusammen kreiert haben. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, die Representer-Teile auf dem Album gehen so in die Richtung Cypress Hill, House of Pain-mäßige Beats. Okay, krass. Weißt du? Das sind einfach so, die sind hart, aber trotzdem stehen die für Fun. Weißt du? Also ich mache nicht diesen Gangster-Sound so mit das so Orgel, wie heißt das, mit so, weißt du, was ich meine? Friedhofsmusik. Was sich immer so anhört, als wird gleich was unfassbar eine Großes passieren. Schneide dich auf, ich mach dich kaputt. Ich finde das krass, weil jetzt erzählst du sehr, ich sag mal, glücklich darüber, wie es ist und sehr im Detail. 2007 hast du aber gesagt, du hast auf den Shit keinen Bock mehr. Mhm. So, wie war das zu verstehen? Warum war das damals so? Es war so, ich bin aus meinem Vertrag nicht rausgekommen. Und da habe ich dann gesagt, so, okay, Leute, da mache ich nicht mehr weiter. Entweder ich komme jetzt da raus und fange wieder von neu an oder das war's jetzt so, sozusagen. Und es war auch ein bisschen so eine Taktik, um aus dem Vertrag rauszukommen. Das habe ich danach in den 700 Bars dann auch erwähnt, weil die sollten sehen, dass es mir ernst ist, dass ich keinen Bock mehr habe, da zu machen, weißt du? Ja, das würde ich auch als den tiefsten Punkt beschreiben, so, wenn man das wirklich so irgendwo lokalisieren will, so, weißt du? Und danach muss ich mich dann erstmal fragen, was mache ich jetzt überhaupt? Wie machen wir das? Und dann sind wir da zu 7 Days gegangen. Vielleicht ist ja ein Begriff, weil der Farid ist dann auch nach 7 Days gekommen. Ja, normal. Da ging das dann quasi, Summer auch. Ja. Und da haben wir uns neu aufgebaut. So. Wir waren eigentlich so Rüpel so aus NRW. Wir haben nirgendwo einen Deal bekommen. Weißt du, was ich meine? Keiner will uns. Wir machen weiter. Und dann war so 7 Days am Start. Die waren so ein bisschen wie dieses Koch Records von Deutschland. Die haben auch mal so kleinere Sachen gesigned oder ehemalige Sachen gesigned. Und ja, und dann ging es ab, Alter. Dann ging es wieder los. Stark. Würdest du, du hast ja gesagt, du hast ja nicht mehr so eine Lust, Künstler aufzubauen, aber würdest du ein junges Talent nochmal aufbauen, wenn du sagst, okay, der flasht mich einfach? Der müsste mich krass flashen. Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Der müsste so sein, dass er jetzt hier hinkommt und der rappt uns ein Part vor und wir müssen bei jeder zweiten Zeile uns kaputt lachen. Mhm. Weißt du? Also mich beeindruckt null, wenn einer so rappt, wie krass der ist und wie cool der ist und wie viele Leute der gefickt hat und was. Das ist nicht mein Ding. Aber was mein Ding ist, der müsste so eine komische Einstellung zu sich selber haben und zu der Welt haben, dass er keinen Respekt so davor hat, sich selber auch auf die Schippe zu nehmen. So, okay. Weißt du? Das ist so ein bisschen mein Humor. Also, wenn er das hätte, so, dann würde ich der das deutsche Slim Shady. Sozusagen, ja. Der müsste es sein. Der Teich ist von der Technik her genau drauf. Und wo jeder Satz, wo du einfach sagst, ey, wie, der Typ ist einfach krank und der ist einfach lustig, ne? Ganz genau so. Ja, ich verstehe dich, ich verstehe dich. Das würde ich machen. Also, aber so einen neuen deutschen 50 Cent würde ich nicht machen. Nee. Kein Bock drauf. Also, wir haben jetzt ja schon eine Einblendung. Rap live per Webcam. Wir machen einfach jetzt mal einen Aufruf. Ne? Okay. Also, wir suchen Talente. Also, Echo sucht Talente. Wenn ihr talentiert seid, lustig seid und ihr der Meinung seid, dass ihr der deutsche Eminem seid, dann bitte einfach eure Webcam anschmeißen und rappt da einfach. Wie viele Bars soll ich spitten? 16. 16 Bars. 16 Bars spitten.
wenn ihr diese 16 Bars gespittet habt, ja, so, und ansonsten gebt ihr Vollgas und dann werdet ihr auch große, seid ihr dann große Stars dann bald und verkauft viele Platten. Und nicht illegal downloaden, ist ganz wichtig, liegt auch Echo am Herzen. Was ist das? Ist ganz wichtig, weil, hey, wie viele Facebook-Fans hast du? Eine Million knapp. Eine Million Facebook-Fans? Wenn 10% kaufen würden, ne, ja, würde es direkt mehr als Gold gehen, oder? Dann ist sofort. 100.000 Gold jetzt, ne? Ja. Ja, dann ist genau. Also, das heißt also, fasst euch mal in die Nase, alle, die ihr gefällt mir gedrückt habt, und dann auch mal eure Künstler, die ihr liebt, die ihr Leben, die ihr Seele, ihr Herz dafür geben. Das muss man mal sehen. Das ist ja schon so ein Album, was sehr persönlich ist, ne? Auf jeden Fall. Das ist ein Stück deines Lebens, was du gibst. Ja. Da könnt ihr auch mal ruhig bei iTunes 7,99, 9,99, 1,99, je nachdem, dafür bezahlen. Ist meine Meinung. So, was passiert jetzt? Sie rappen jetzt hier für uns? Wir gucken jetzt, wir warten, bis wir Leute haben, und dann, wenn einer kommt und der spittet, oder wir schicken dir das dann zu, ne? Okay, cool. Was ist bis jetzt das Beste nach den 15, 14 Jahren Rap-Geschäft gewesen, was dir zugestoßen ist? Ich weiß nicht genau, was ich immer geil finde, ist, wenn was Neues passiert, zum Beispiel bei dem Film, ja, danach waren wir, da gibt es immer ein Abschlussfest, und die zeigen dann so Szenen vom Film. Als es dann kam, so irgendwie dann so 8 Minuten oder so vom Film, habe ich schon ein bisschen Gänsehaut gehabt. Das war so schon so, als würde ich gerade meinen ersten Videoclip sehen oder okay, so, weißt du? Also es ist so, dann, das sind dann so Sachen, die dann einen trotzdem begeistern, wo man so lange dabei ist. Das muss halt irgendwie was Neues, Freshes sein so. Und ja, einfach so ein paar Momente gibt es. Aber was könnte es denn jetzt noch sein? Also ich meine, du hast jetzt fast alles gemacht. Splash waren wir dieses Jahr, Main Event, das war Gänsehaut. Okay. Da haben die mich ja voll lange nicht spielen lassen, so irgendwie so. Und dieses Mal wieder seit 12 Jahren, das erste Mal wieder. Und es war krass. Warum haben sie sich da nicht spielen lassen? Unterschiedliche Gründe. Ich glaube, die haben mich in diese Kategorie immer so hier so Ausländer-Rap gemacht. Okay, das hat da halt nicht stattgefunden. Und das letzte Mal haben sie dann ein paar Gruppen, die so leicht so waren, zugelassen. Ja. Und dann war ich, glaube ich, mit der Erste, der dann mit da durchgerutscht ist. Weil eigentlich ist dieses Gangster-Rap nicht meine Hauptsache. Das ist eine Sache, die macht bei mir ein bisschen so, weiß ich, 15% so aus, aber ist eigentlich nicht mein Hauptding. Mein Hauptding ist eigentlich Humor und Leben des Echo Fresh quasi. Ja, so. Stimmt. Ja, stimmt eigentlich. Dein Team, wie wichtig ist das Team für deinen Erfolg? Sehr wichtig, sehr intelligente Einwand, sehr, sehr wichtig. Mein Team ist einerseits der Speiche, der unser Label-Boss ist sozusagen. Dann haben wir Frank und die ganze Groovetech-Belegschaft, die den Vertrieb machen. Dann haben wir natürlich Osama und André, die mein Management machen. Das sind so die im Hintergrund tätig sind. Dann haben wir noch einen Easy B, ja, der sich sowohl um Styling als auch um Beats kümmert, um B-Beats. Styling, B-Beats. Styling, B-Beats. Fat Crispy, der auch Beats macht. Dann haben wir einen Ado, der mein Sänger sozusagen ist, einen Serge, der mein Backup ist. Das ist so das Team German Dream. Du hast ja einen ganz eigenen Flow. Ja? Wie kommt man? Hast du immer schon so gerappt? Bist inspiriert worden? Also als Rapper bist du eigentlich das Produkt aus dem, was du gehört hast. Genauso wie wenn du ein Regisseur bist oder Filmemacher, das Produkt bist aus den Filmen, die du gesehen hast. Und so ist das auch im Hip-Hop. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr krass mit dieser Sache beschäftigt, als ich Jugendlicher war. Ich konnte zum Beispiel in der Schule besser Englisch als alle anderen, weil ich das von den Texten mir selber beigebracht habe damals. Also aus dem Ami-Bereich hatte ich Einflüsse, und als dann so Leute kamen wie ein Samy Deluxe oder wie ein Kool Savage rauskam, dachte ich, hey, das ist das Ding, das ist das, was du machen willst. Der kann das so machen, wie die Amerikaner das machen, aber auf Deutsch. Ich war so krass geflasht davon. Also meinen Style habe ich damals immer beschrieben als die Mischung aus den beiden, weil ich hatte so ein bisschen diese Technik von Samy, den Doppelreim-Effekt von Samy, aber trotzdem diese Schlagfertigkeit von Kool Savage, und ich habe das so gemixt sozusagen. Ja. Das war mein Einfluss, aber ich hatte auch Einflüsse aus Amerika, ob es ein Cameron war, ob es ein Fabulous war. Ja. Das waren damals so die freshen neuen Leute so, und das habe ich ohne Ende gepumpt und auch geguckt, wie die Sätze bilden und so weiter. Ja, und irgendwie ist es dann gekommen, und irgendwie hat man dann seinen eigenen Stil dazwischen gefunden. Im Hip-Hop sagen Leute immer so, ach, ich habe das alles nicht gehört, ich bin
Ich bin aufgewacht und dann konnte ich rappen, so, aber das ist nicht der Fall. So. Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Du bist sehr ehrlich, ne? Also auch, ich meine, du nimmst dich ja selbst auf die Schippe mit der Song Quotentürk allein. Das zeigt das ja schon, dass du die du siehst die Fassade und du siehst hinter die Fassade und du siehst auch die Bändchen, die da hängen und die Marionetten, die daran hängen. Du machst ja auch Sachen promotionmäßig mit Promi Dinner, Stefan Raab. Wie stehst du dazu? Mhm. Erzähl mal. So, was ist das? Ist das für dich Arbeit? Ist das für dich Fame, Hype, toll? Mhm. Mhm. Es hat unterschiedliche Aspekte. Also wir haben damit angefangen in einer Zeit, wo die Mucke nicht mehr im Fokus war, wo wir uns da erstmal wieder neu finden mussten, was wir eben besprochen hatten. Aber ich hatte trotzdem den Namen so von meinen ersten Hits. Da haben wir dann verschiedene TV-Sachen einfach mal angenommen. Und dann nahm das so ein bisschen seinen Lauf. Und irgendwie hat das den Leuten immer gefallen, weil die denken immer so, wenn die aus diesem Mainstream-Bereich kommen, Rapper, Ausländer ist gleich Asi, so, weißt du? Wenn ich zu solchen Leuten komme, die sagen immer, oh, du bist aber nett, du bist aber freundlich, dann denke ich mir immer, wie abgefuckt müssen die eigentlich über Rapper denken, so, weißt du? Weil ich bin kann ja einen Satz gerade aussprechen, ne? Richtig, ja. Dann wundert er sich dann. Und dann, dann haben wir das mitgemacht. Und heute machen wir es immer noch teilweise mit. Also was der Stefan Raab macht, finde ich zum Beispiel immer sehr lustig, sehr interessant. Da bin ich dabei halt immer, was ich selber auch so vertreten kann. So. Mhm. Gibt es Sachen, die du nicht machen würdest, was zum Beispiel? Ein paar Sachen habe ich auch abgelehnt. Turmspringen würde ich zum Beispiel nicht machen, weil man muss sich da krass lange drauf vorbereiten. Und so wichtig ist mir das dann doch nicht. Ja, okay. So. Ich bin dann so einer, der dann da so kurz vorher so antanzt und danach auch wieder weggeht. Also ich bereite mich jetzt nicht auf diese Sachen so krass vor. Also ich sehe das als einen Spaß. Ja. Wie sind Fernsehtypen so grundsätzlich? Ist das auch eine Industrie, in die du Interesse hättest? Wärst du vielleicht mal jemand, der eine Musiksendung, eine Hip-Hop-Show beispielsweise moderieren wollen würdest? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Fernsehen finde ich eigentlich ganz interessant. Ich glaube, es gibt bessere Moderatoren so wie du. Ich weiß nicht, ob ich das anstreben sollte. Aber ich könnte. Scheiß Job, Mola. Ich rappe weiter. Ich könnte mir vorstellen, diese Film- und Seriensache weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob ich so gut moderieren kann. Ich glaube, bei diesem Freisprechen, das habe ich im Radio mal gemerkt, dass das so von alleine kommt. Auf einmal hast du es voll gut gemacht und dann fällt dir aber ein, dass du gerade aufgenommen wirst, dann machst du es wieder schlecht. Also ich weiß nicht, ob es genau mein Ding ist. So. Ich glaube, dass du es auf alle Fälle gut kannst, weil du bist auf alle Fälle in meinen Augen der Godfather of German Hip-Hop, the German Dream. Ja, cool. Danke, dass du Zeit gefunden hast, zu uns in den Send zu kommen. Also wir müssen am Ende, jetzt machen wir unser Selfie, ne? Stimmt, eigentlich müssen wir noch ein Selfie machen. Wir müssen ein Selfie machen. Selfie auf alle Fälle, ein bisschen. So. Ach, guck mal, wer da kriegt. Ah, nein. Ist das schon wieder Ostern? Ah! Ja, gleich geht's weiter. Bitte nicht. Bist du Randgruppe hier, ne? Bruder. Bester Mann. Unser bester Verkäufer. Der macht gleich Show. Alles cool. Komm. Ja, nee, gleich geht's nämlich weiter in einer Viertelstunde. Super Deal. Immer nach Music Deal. Beste Produkte, noch bessere Preise. Das heißt, direkt dranbleiben Also um halb oder so. Zum Beispiel Heimkinosystem von Philips für anstatt 600 Euro für nur 349. Als Beispiel. Und viele weitere Sachen mehr. Ganz klar. Komm rein in unser Selfie. Perfekt. So, nächste Woche ist Silla am Start. Schaltet wieder ein. Und noch ein Riesenapplaus für Echo Fresh. Yeah. Wollen wir jetzt rausgehen, oder? Ihr könnt es raus, jetzt, ne? Manybuy.com präsentiert jeden Donnerstag um 19 Uhr Music Deal mit Mola Adebisi und seinen Gästen. Live auf www.manybuy.com. Music Deal. Mittendrin statt nur dabei. Manybuy.